Prasarita Pada Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge mit gespreizten Beinen, hilft die Flexibilität in der Rückseite der Beine zu entwickeln, wie auch in den Hüften. Die Abduktionsflexibilität, also die Grätschflexibilität in den Hüftgelenken, ist gerade wichtig, um langfristig gesunde Hüftgelenken zu haben. Prasarita Pada Paschimottanasana wird auch genannt Bhunamaskarasana, die Stellung der Verneigung zur Erde hin. Du hast hier Bauch, Brust, Kopf und Arme auf der Erde und du fühlst dich ganz mit Mutter Erde verbunden.